Hallo ihr Lieben, ich sitze gerade mal wieder am Mittwoch-Spezial und dachte mir, ich schmeiß mal die Kamera an, denn heute gibt es eine richtig niedliche Häuserstanze und ich dachte mir, die bauen wir doch einfach mal zusammen, also gemeinsam zusammen und die besteht aus diesen drei Teilen. Ihr habt einmal dieses Teil hier, das stanzt ihr euch zweimal aus. Ihr habt hier so einen Rundbogen, das ist optional, denn damit könnt ihr das hier, dieses Fenster hier hinterlegen. Und das hier ist der Boden, den braucht ihr einmal. Ich habe mir zu diesem Ganzen aber noch ein bisschen mehr ausgestanzt. Das ist übrigens hier die Box mit Fenster, weil ich sie ein bisschen dekorieren möchte. So ein bisschen weihnachtlich, denn da könnt ihr allerlei Naschis zum Beispiel reinpacken. Also wieder sehr schön als, keine Ahnung, Nikolaustütchen, Adventskalender oder einfach nur mit einem Licht zum Hinstellen, wo ihr das zum Beispiel hier mit Vellum hinterlegt. Also gibt es wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte es aber als Goodiebox oder als ja, Verpackung für so Nikolaus oder für Kleinigkeiten jetzt zur Weihnachtszeit mir aufhübschen und habe deswegen ein bisschen hier noch was vorbereitet. Also das hier ist der Boden. Das machen wir dann gleich. Wenn wir das zusammenbauen, dann habe ich mir den oberen Teil der Stanze nochmal in Weiß ausgestanzt. Und das schneiden wir uns gleich zurecht, denn ich fand das ganz cool, dass man das hier noch so mal hinterlegt, wie so Schnee. Denn allgemein möchte ich die Box gerne in Kraft und Weiß halten, also keine Farbe dazu nehmen. Ich habe hier ein Tannenbäumchen ausgestanzt. Das ist eine kleine Sneak Peek auf diesen Freitag, denn da kommt diese Stanze hier in den Shop. Tannenbaum nennt die sich aus der Decorated-Serie. Und ich finde, das passt natürlich jetzt hier super schön zu diesem Häuschen. Hier sind auch noch Kugeln mit dabei. Die habe ich jetzt aber nicht ausgestanzt. Also hier, na, sind noch Kugeln und so ein kleiner Stern oben. Das brauche ich jetzt aber nicht. Deswegen, der kommt aber am Freitag. Und das habe ich mir dann einmal ausgestanzt, also dieses zum Hinterlegen, denn da möchte ich das tatsächlich gerne hinterlegen. Da habe ich dieses Vellum von Kreativdepot verwendet, was wir auch beim Adventskalender benutzt hatten. Dieses hier, das ist Sterne Rosé Gold, DG019, wer das im Shop sucht. Gibt es, glaube ich, auch in Gold. Und das fand ich jetzt ganz schön hier zum Hinterlegen. Und dann habe ich mir noch aus älteren Decorated Sets, nämlich aus diesen beiden hier, einmal Decorated hängende Deko und einmal Decorated Kränze, habe ich mir einmal einen Kranz und einmal hier diese Girlande ausgestanzt. Da dachte ich, kann man das ein bisschen nutzen für die Fensterdeko. Und ansonsten möchte ich es eigentlich eher schlicht lassen. Was wir aber, bevor wir uns die Box zusammensetzen, als erstes mal machen können, dann kann das nämlich in der Zeit trocknen. Das lege ich einfach mal hier rein, ist, dass ich die Tannenbäume noch ein bisschen mit Schnee bedecken möchte. Und dafür nehme ich immer hier gern dieses weiße Stempelkissen von Lawn Fawn und ein paar Fingerschwämmchen, die ich vergessen habe, mir rauszusuchen. Und zwar sowas hier habe ich schon ewig. Das war auch einer meiner ersten Anschaffungen, als ich mit Basteln angefangen habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Aber ich mag sie mittlerweile sehr gerne, weil ich jetzt auch mittlerweile weiß, wie ich sie benutze. Das ist so cool gewesen. Am Anfang dachte ich so, ja, okay. Aber so ist es. Man kauft sich, wenn man anfängt mit Basteln, super viel, wo man eigentlich keinen Plan von hat, wie man es benutzt. Aber jetzt weiß ich es ja. Und zwar nehme ich das jetzt immer sehr gerne, um etwas ja, zu bestäuben. Zum Beispiel eben hier so einen Tannenbaum. Da kann man nämlich hier so richtig cool mal so drüber gehen, ohne dass jetzt der ganze Baum bedeckt ist. Da gehe ich jetzt hier mal am Rand entlang. Das soll nur so eine kleine, ja, soll so eine kleine Schneeoptik sein, damit das hier nicht so ganz platt wirkt. Und dafür nutze ich das ganz gerne. Das reicht ja auch schon so, ne? Also das soll einfach sich so ein bisschen von dem anderen Cardstock abheben. Weil wenn ich jetzt alles Ton in Ton mache, sieht auch komisch aus. Ihr könnt es dann auch intensivieren, indem ihr einfach nochmal mit der Farbe drüber geht.
Aber das reicht schon so. Das sieht ja ein bisschen danach aus, dass da Schnee drauf ist. Und das braucht aber immer ein bisschen zum Trocknen. Deswegen mache ich das jetzt hier als erstes. Und dann habe ich das schon mal fertig. Genau. Und ich glaube, hier kann ich auch noch mal ein bisschen hier das so ein bisschen intensivieren. So, das reicht schon. Und dieses Lawn Fawn Pigment Ink in Yeti kann ich euch auch sehr empfehlen. Das ist ein sehr, sehr saftiges, weißes Kissen. Ich finde, weiße Kissen gibt es nicht wirklich viele, die gut sind. Und ich hatte auch andere davor und die sind mir alle eingetrocknet. Und dieses hier, das habe ich aber jetzt schon eine ganze Weile und das finde ich richtig gut. So, wo ist jetzt meine Zebra-Rolle? Die hat sich verabschiedet. Die ist hier. Ich weiß gar nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Da ist Mickey Mouse drauf. Ich habe diese Rolle auch nur deshalb gekauft, weil da Mickey Mouse drauf ist. Oh, das ist so schlimm. Ich kaufe echt manchmal, nicht manchmal, sehr, sehr oft einfach Dinge, weil da irgendwas Cooles drauf ist. Und dafür ist dann so eine Zebra-Rolle halt auch irgendwie doppelt so teuer. Aber ich muss sie dann trotzdem kaufen, weil es so niedlich ist. Ja, kennt ihr es? Seid ihr auch solche Verpackungsopfer? Also ich auf jeden Fall. So, diese Bäumchen, die dürfen ein bisschen trocknen jetzt hier am Rand. In der Zwischenzeit nehme ich mir mal hier die Häuserhälften und klebe da schon mal das Vellum drauf, damit auch das schon mal fertig ist. Und dann falze ich erst, weil ich habe wieder den Kraft Papier-Cardstock von Kreativdepot genommen in 300 Gramm und der ist natürlich immer auch so ein bisschen feste und deswegen da falte ich das gleich danach. So, das reicht schon. Dann hier einmal drauf geben. Das ist schon praktisch, dass das jetzt hier schon dabei ist. Es sieht einfach schöner aus, wenn man so diese Form halt auch dabei hat. Und so sieht es dann von vorne aus. Muss man ein bisschen gucken, dass der Kleber nicht so rausquillt wie bei mir. Ja, einmal. Und den Rand hier wirklich schmal lassen, weil so breit ist es dann auch nicht. Aber ich habe ja jetzt hier so eine super tolle Spitze und kann jetzt hier endlich ganz filigran den Kleber aufbringen. Also ich muss auch sagen, jetzt wo ich sie habe, weil ich sie ja beim Workshop geschenkt bekommen habe, bin ich mega happy und ich wollte sie nicht mehr missen. Also nochmal ganz lieben Dank, Susanne, dass du sie mir geschenkt hast. Sie ist echt toll. So, dann habe ich einmal das und das. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Da kann dann das hier. Ich überlege jetzt gerade, aber ich glaube, das mit dem hier mache ich dann, wenn ich es gefalzt habe. Ja, dann sitzt das besser. Jetzt gehen wir einmal die Falzlinie nach. Ich mache das bei dem dickeren Cardstock immer gerne so, dass ich die erstmal so ein bisschen mit der Hand vorbiege und dann hier richtig dolle mit dem Falzbein drüber gehe, weil das halt echt super krasser, fester Cardstock ist und da muss man schon ein bisschen dolle rübergehen, sonst ja, sonst wird das nichts. Dafür habt ihr aber im Anschluss eine sehr stabile Box. Hier mache ich es jetzt so, dass ich erst diesen Teil nach unten knicke, damit ich das hier gleich etwas besser falzen kann. Das mache ich nach außen, weil da geben wir uns nachher ein Klemmerchen wieder oben dran oder so ein Clip, damit ich die Box dann auch noch befüllen kann im Nachgang. Ihr könnt es aber auch theoretisch schließen, je nachdem, wie ihr das halt nutzen wollt, ne? Also ich möchte halt gerne das so als Verpackung nutzen, nicht als Deko. Und deswegen werde ich das flexibel lassen. So, dann haben wir schon mal einen Teil. Könnte man
Also was man machen kann, ist zum Beispiel eine Seite festkleben und eine nur auflassen. Dann ist es auch schon stabiler. Das schaue ich aber gleich, wenn ich das hier einmal zusammengesetzt habe. Also gleiches Spiel nochmal. Okay, also das sind einmal die beiden Teile. Die werden jetzt hier miteinander verbunden. Also hier einmal Kleber drauf. Und ich klebe das hier einmal schön an die Kante. Am besten schaut ihr, dass das unten drunter ist. Auch hier gut andrücken, dass das schön fest ist. Und ihr seht, dass das hier gerade so passt. Also es ist wirklich, ihr seht das hier, na, sieht man das? Das passt hier haargenau. Also müsst ihr sehr sauber arbeiten, sonst steht euch das hier einmal über. Aber das passt in meinem Fall. So, dann haben wir das. Jetzt überlege ich gerade, wie ich weitermache, weil der Boden wird hier ja so ein bisschen anders da eingesetzt. Das ist nämlich hier einmal dieses Teil und das kommt hier nämlich so dann dahin. Und die Frage ist, mache ich das jetzt hier vorher fest oder mache ich das nachher fest? Wahrscheinlich ist es einfacher, das hier schon mit reinzukleben. Also das kommt dann hier so hin. Weil es irgendwie auch ein bisschen speziell ist. Vielleicht wollte man das ein bisschen so gestalten, dass das besser durch die Stanzmaschine passt und man nicht so viel Verschnitt hat. Keine Ahnung, weil sonst hätte man das auch anders da lösen können. Ich überlege jetzt gerade, aber ich glaube, ich klebe das so fest, genau. Oder man kann es vielleicht auch anders da dann öffnen. Das müsste ich gleich mal schauen, ob man das dann vielleicht einfach von unten her auch öffnen kann. Dann könnte man oben das Dach auf jeden Fall verschließen. Ein bisschen höher, ein bisschen zu niedrig. Ja, so ist gut. Schön andrücken. Wisst ihr, was ich meine? Dass man das hier dann einfach so schließen kann. Das wäre natürlich auch cool. Das heißt, ich klebe mir das hier jetzt erstmal zusammen. Also das und das. Also auch hier gucken, dass das sauber aufeinander liegt, wobei das bei mir zum Beispiel jetzt nicht ganz der Fall ist. ja. Hier ist irgendwie nicht ganz. Oh, es geht. So. Also hier dann noch ein bisschen schieben. So, dass das hier passt. Okay. Okay. So, und dann hat man ja hier die Möglichkeit, das jetzt hier oben zu schließen mit einem Clip. So, das passt auch gut, hält auch gut. So, oder man kann es doch auch hier unten schließen. Dann wäre das hier so. Aber das ist dann, glaube ich, nicht ganz so stabil. Das sieht nicht so aus, als dass das gut hält.
Wahrscheinlich ist es besser, das festzukleben und wirklich von oben her aufzumachen. Schade, wäre auch cool gewesen. Aber ich klebe das jetzt hier zu. Und dann ist das auch feste. Dann einmal hier rein. So. Tada! Sehr süß, oder? Vor allem hier oben mit dem Clip. Das gefällt mir richtig gut. Dann kann man das hier einmal aufklappen. Jetzt hier mal noch das nach. Aber das passt schon so. Okay. So. Dann war jetzt die Frage, ob das jetzt hier oben drauf kommt. Ich finde schon, dass das nochmal ganz niedlich ist. Einfach, weil dann dieses reine Kraftpapier nochmal so ein bisschen unterbrochen wird. Und deswegen gebe ich mir das jetzt hier auch einmal drauf. Okay. Und dann einmal das. Sehr süß. Und bei dem anderen, das muss ich mir einmal noch zurechtschneiden. Das habe ich nämlich noch nicht. Da habe ich mir, wie gesagt, einfach so ein Reststück genommen und gucke jetzt, dass ich das hier einmal sauber abschneide. Diese Laschen weg. Und dann hier einmal das hier unten weg. Also man hätte das auch noch ein bisschen länger lassen können und hätte dann so ein bisschen, dass da hier so dieser Schnee runterhängt. Wäre bestimmt auch schön, aber mir reicht das jetzt auch so. Ich muss mal nur gleich gucken, ob das passt, weil bei dem anderen habe ich auch so unten noch ein Stück weggeschnitten. So. Ja, so ein Mini-Hauch kann man nämlich noch wegnehmen, so ein Millimeterchen. Das ist dann, entsteht das so ein kleines bisschen über. Ist jetzt nicht schlimm, aber man kann es auch ein bisschen noch wegschneiden. Dabei. Das müsste ich eigentlich mit der anderen Schneidemaschine machen. Die hole ich mal kurz. Das ist immer bei diesem kleinen, wenn man so nur so ganz wenig abschneidet. Eigentlich blöd mit dem Schneidebrett. Dafür nehme ich immer lieber das hier. Das funktioniert nämlich wesentlich besser. Und da kann ich mir das nämlich jetzt hier ganz sauber abtrennen. Ne? Der schneidet hier auch solche dünnen Teile nämlich ab. Und das macht das andere eben nicht so gut. So, das ist besser. Ja. Dann auch hier einmal. Aber mir fällt gerade auf, ich habe was vergessen. Ich wollte eigentlich noch einen Stempelspruch anbringen, aber das kann ich vielleicht auch noch anders lösen. Da war ich jetzt wieder mal zu schnell. So, dann haben wir das. Dann gebe ich hier oben den Clip. Das ist hier so ein Paperclip von Kreativdepot. Der passt perfekt, wirklich, das ist perfekt hier. Hat auch wirklich eine schöne Stabilität. Gefällt mir gut. So, alles schön gerade. Naja, fast. Und jetzt können wir uns nämlich ein bisschen der Deko widmen. Ich gucke gerade mal, das hier, wo es vorne, ist eigentlich egal, ist ja vorne und hinten gleich. Machen wir das als vorne, oder? Ja. Und jetzt hatte ich mir überlegt, dass wir den Fenstern eben einmal hier diese Girlande geben mit so 3D-Punkten, dachte ich. Und auf der anderen Seite
könnte man hier so einen Kranz verwenden. Man kann natürlich auch auf beiden Seiten das gleiche nehmen. Aber ich finde das jetzt ganz schön. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Und dann nehme ich hier wieder meine Mini-3D-Punkte. Diese hier. Die sind zwar auch sehr groß noch, aber das geht hier auf jeden Fall. Bei dem Kranz werde ich sie wahrscheinlich durchschneiden müssen. Das wird wahrscheinlich sonst nichts. Aber hier kann man zumindest auf jedem Stern schon mal so einen platzieren. Wobei man dann hier oben nichts hat. Dann muss ich gleich noch mal gucken. Und hier, ja, hier muss ich sie wahrscheinlich durchschneiden. Das passt sonst nicht. Mal hier abschneiden, weil ich komme schon gar nicht mehr ran, richtig. Das hier mal weg. So. Also die Teile hier sind auch super ergiebig. Also das ist, bis so ein Teil wirklich mal leer ist, das dauert eine Weile. Aber ich finde die echt gut, weil auch wenn man die jetzt durchschneidet, die kleben noch echt richtig gut. So, dann habe ich einmal, jetzt habe ich es aber irgendwie ganz dünn geschnitten. Ah, da ist noch das Papier drauf. Hier ist auch noch das Papier drauf. Jetzt sind die halt echt mini. Also das bietet sich mehr an, dann da mit Pinzette zu arbeiten. Und ich werde da auch nicht viele drauf geben. Das ist mir auch einfach dann irgendwann zu fummelig. Aber so, dass so ein paar da drauf sind, das reicht auch. Na? Bleib doch jetzt bitte. Oh, die sind zu klein. Das ist zu klein. Da fummelt man sich einen ab. Also, nochmal hier der Versuch. Jetzt. Dann hier. Dann habe ich da einen, keine Ahnung, und vielleicht hier noch einen. Mehr brauchst ja nicht. Kann das weg. Und hier bei dem Kranz brauche ich aber oben auch noch mal irgendwas. Das ist nur sehr klein, da ist ja nicht wirklich Platz. Das ist mini, mini. Da nehme ich jetzt vielleicht einen oder zwei. Wahrscheinlich auch ein bisschen rausgucken. Hier eins. So, und ja, eigentlich in der Mitte reicht ja einer, oder? Kleben wir es hier noch hin. Fertig. Dann mache ich den Kranz, glaube ich, hier vorne hin. Ja, sieht doch süß aus. Dann ist es nicht ganz so nackig. Ich hätte es nur vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte positionieren können, aber fertig. Ja, klebt. Pech gehabt. So, und dann einmal dieses hier. Das ist so filigran. Es ist ja schön, wenn das filigran ist, aber es ist auch immer ein bisschen schwierig, das dann gescheit anzubringen. Das hier habe ich sogar noch gar nie benutzt. Ich fand das aber jetzt passend. Ich finde das schön. So, habe ich das da jetzt ab. Dann einmal Sterne möglichst gerade.
Die Girlande ist eigentlich so ein bisschen gebogen, aber die Sterne sollten ja schon ein bisschen gerade sein. Also eigentlich so. Das geht. So. Dann haben wir das. Und hier seitlich hätte ich jetzt eigentlich nur noch ein bisschen hier diesen Tannenbaum da angebracht. Auch mit 3D-Punkten. Da nehme ich jetzt hier die großen. Und da wollte ich eigentlich gerne noch einen Spruch hinstempeln, dass es nicht ganz so nackig ist. Jetzt habe ich das aber vergessen. Aber so in die Mitte will ich den auch nicht setzen. Die Frage ist auch, sieht das schöner aus, wenn da zwei sind? Ja, irgendwie schon, gell? Sieht auch irgendwie komisch aus, wenn der nur ein Baum ist. Aber dann muss ich das irgendwie so kleben, dass man da diesen Stamm nicht so sieht. Dann sieht es auch irgendwie komisch aus, weil sonst müsste es ja so kleben. Das ist auch blöd. Müsste dann so sein. Sieht das besser aus? Also ein Baum wirkt halt hier so ein bisschen lost. Aber den jetzt hier noch vorne dran zu bringen, ist ja auch irgendwie ein bisschen doof, oder? Oh, jetzt. Aber ja, doch, sieht fast besser aus, weil auf der Seite wirkt er echt total verloren. So hat er wenigstens noch ein bisschen Sinnhaftigkeit, wenn ich den jetzt hier vorne dran bringe. Aber ist das auch mit dem Kranz vielleicht ein bisschen viel? Aber weglassen sieht auch doof aus. Und hier so seitlich. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich klebe den jetzt hier vorne dran. Ich finde das an der Seite irgendwie nicht so. Ich glaube, da würde ich lieber gucken, ob ich da einen Spruch oder sowas hinstempel noch. Der Baum darf hier auch ein bisschen rüberragen. So. Ja, doch, geht doch. Sieht ein bisschen schöner aus als an der Seite. Und dann habe ich den hier noch. Dann habe ich zwei Stück. Und dann kommt der hier hin. Verdeckt er zwar so ein bisschen die Girlande, aber ist nicht schlimm. So. Und dann werde ich wahrscheinlich einen Spruch entweder noch hier oben mit dran machen oder hier seitlich irgendwie. Wobei es sieht auch ganz schick aus, wenn es eigentlich so ein bisschen schlichter ist. Ich mag das mittlerweile gar nicht mehr, wenn es so überladen ist. Hier oben, glaube ich, muss ich noch was machen. Ich kann das eigentlich schon so lassen. Und dann gucke ich mal, ob ich hier noch einen Spruch hinmache. Da schaue ich gerade mal, was ich noch habe. Und dann machen wir es fertig. Also, ich habe mir einmal jetzt hier so ein Label ausgestanzt aus diesem Set hier. Das war dieses hier. Ist das Set Kleine Tags. Und es kommt am Freitag noch ein neues Stempelset in den Shop. Und zwar dieses hier. Das ist Designline Karten Adventskalender Christmas Wishes. Und da ist einmal Happy Christmas Wishes dabei. Und das passt hier richtig gut drauf. Und deswegen nehme ich das jetzt auch, weil das so schön filigran und klein auch ist. Dann nehme ich hier einmal den Stempelblock. Und dann habe ich überlegt, ob ich das Haus gleich noch etwas einschneie mit meiner weißen Inkfarbe. Ich glaube, das würde nämlich noch mal ganz niedlich aussehen. Ich schiebe das mal hier zur Seite und sehe nichts, aber hoffe einfach, dass ich einigermaßen treffe. Naja, geht besser, geht auch schlechter. Aber im Anbetracht der Tatsache, dass ich nichts gesehen habe, ist es ganz okay geworden. Ist ein bisschen schief. Das soll so. So, und jetzt war das nämlich die Frage, ob ich das irgendwie hier so mit reinbringe oder hier so. Und dann da vielleicht noch ein bisschen Nylongarn drumherum tüddel oder so.
Ich muss ja auch sagen, dass ich dieses Loch gar nicht so super finde. Vielleicht mache ich das auch doch lieber da oben dran. Weißt du, dass man das hier oben so dran klippt? Vielleicht nicht ganz so brutal gerade. Irgendwie so. Weil mir dieses Loch da nicht so gefällt. Wenn ich das hier so dran klippe, dann sieht man das nicht. Außerdem hat es noch die richtige Länge. Ich glaube, ich lasse das so. Weil dann kann ich mich auch gegebenenfalls doch nochmal umentscheiden. Weiß auch, nee. Ja, so richtig, ihr merkt es vielleicht, bin ich noch nicht davon überzeugt, aber das ist ja jetzt nicht schlimm, ist ja nur der Spruch. Lassen wir den mal kurz hier beiseite und widmen uns dieser Geschichte hier nochmal. Ich glaube, ich beschneide das hier nämlich nochmal. Das wird gleich wieder die Ultrasauerei. Aber ich denke, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr diesen Weihnachtseffekt. Und deswegen einmal hier, gib mir das hier immer so ein bisschen drauf und mach das hier noch so ein bisschen. Nachher ist wieder alles versaut. So, weil man muss da auch ein bisschen zwischendrin mal fester drauf klopfen, weil sonst sieht man davon nichts. Dann drehe ich das hier einmal. Ob das jetzt so clever ist, das hier einmal rumzudrehen, das wage ich zu bezweifeln, aber ich mache es jetzt trotzdem. Kann euch das auch unten mal in der Infobox verlinken. Das ist nämlich für so weiße Schneesprenkler schon sehr cool geeignet. Ich benutze das ja immer jedes Jahr. Und bisher musste ich es auch noch nicht nachkaufen. Also es ist schon ergiebig. So, dann einmal hier rumdrehen. So. Also ich finde es besser mit dem Schnee tatsächlich. Ich finde, es hat noch mal was. Wenn ihr da so ein bisschen lockerer drauf klopft, so wie ich das gerade mache, dann sind eure Sprenkler an manchen Stellen auch ein bisschen dichter, als wenn ihr das so macht, wie man das mit dem Polierus macht. Aber ich glaube, das reicht. Jetzt habe ich genug gesprenkelt. Jetzt hat es genug geschneit. Aber ich finde, das war der richtige Weg. Ich finde, das sieht nochmal besser aus jetzt. Auch wenn jetzt hier wieder mein kompletter Platz auch gleich mit verschneit ist. Aber gut, man kann ja das ganz gut wieder sauber machen. Aber man darf das Zeug hier übrigens nicht so lange einwirken lassen. Dann kriegt man das echt kaum noch runter. Nur so als kleiner Tipp. Und eigentlich ist es auch besser, ihr macht euch irgendwie das in einem Karton oder so. Weil das spritzt schon ordentlich durch die Gegend hier. Das ist irgendwie nicht so wie bei den Coleros, dass man das so punktuell hat, sondern die Spritzer fliegen da dann zum Beispiel hier an meinem Rechner rum. Oh, jetzt wackel ich. Ups, ich glaube, ich mache das gleich, bevor ich jetzt hier alles verwackel. Ja, es hat geschneit, so ist es. Gut. Ja, das Zeug trocknet aber auch relativ schnell. Genau. Ja, ich lasse das jetzt erstmal mit diesem Spruch hier. Da bin ich irgendwie noch nicht so ganz d'accord. Ich glaube, ich brauche da irgendwie vielleicht doch ein anderes Label, was dann diese Schlaufe da nicht hat. Dann finde ich das nämlich ganz schön, das hier vorne anzubringen. Hier, ne? Das werde ich auch machen. Vielleicht schneide ich mir das hier einfach ab. Kann man ja auch einfach hier abschneiden. So. Dann hat man diese Rundung hier nicht. Und das gefällt mir schon wesentlich besser. Ja, auf jeden Fall ist das besser. Das klebe ich mir jetzt doch noch fest. Manchmal hat man irgendwas, was einen so stört. Man kann es aber auch nicht so richtig benennen. Aber in dem Fall war es definitiv diese Schlaufe, die mich gestört hat. So, und hier gebe ich noch mal einen kleinen Klecks Kleber drauf. Dann passt das. Dann ist es auch für mich eine runde Geschichte.
Happy Christmas Wishes. Das kommt dann hier. Ja, nee, doch hier so. Ein bisschen noch vom Rand weg. Ja, so gefällt mir das. Genau, perfekt. Jetzt ist es eine runde Sache. Ja, heute wieder ein bisschen Tüftelei beim Projekt, aber ich finde, es ist doch am Ende was Schönes bei rumgekommen. Also ein super süßes kleines Häuschen. Ich finde es auch gut mit dem Weiß hier oben. Wenn das jetzt alles nur Kraft wäre, dann wird mir das gar nicht so gut gefallen. Aber so finde ich es schön. Ihr könntet jetzt natürlich auch hier noch was draufstempeln, ansprüchen, wenn euch das hier vorne jetzt zu wenig ist. Aber ich denke, von der Größe her ist es auch eine schöne Sache. Und man kann jetzt entweder Süßigkeiten reinpacken oder trotzdem ein Licht. Mit dem Vellum wird es mit Sicherheit schön aussehen. Ja, ihr seht, viele, viele Möglichkeiten. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittwoch und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao!